Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen. Weltweit leben 150 Millionen Christen in einer Verfolgungssituation. Mit Ausnahme von Nordkorea belegen die unrühmlichen 10 Spitzenplätze samt und sonders undemokratische muslimische Staaten. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, den Christen im Nahen Osten Schutz und Sicherheit zu bringen. Stattdessen haben sie die Bedrohung zu uns importiert. Seit 2015 haben wir weit über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, überwiegend aus dem Nahen Osten, überwiegend Muslime. Doch selbst die paar wenigen Christen, die es im Flüchtlingsstrom zu uns geschafft haben, sind hier bei uns noch lange nicht in Sicherheit. Beispiele gefällig. Die Welt berichtete bereits 2014 von massivem Christenhass in Asylbewerberheimen. Das christliche Hilfswerk Open Doors berichtete für das erste Halbjahr 2016 im Jahr 2017 von 743 religiös motivierten Übergriffen auf Christen in deutschen Flüchtlingsunterkünften. Wieso interessiert das hier eigentlich niemand? Ich zitiere mal aus dem Grundsatzprogramm der CDU. Absatz 1, die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist die Volkspartei der Mitte. Unsere Politik beruht auf dem christlichen Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Die CDU wurde also einst als christlich geprägte Volkspartei geschaffen und war durch ihre christlich geprägte Weltsicht auch lange Zeit erfolgreich. Sie sind es nicht mehr, und zwar beides. Heute werden christliche Grundüberzeugungen systematisch aus ihrer Partei beseitigt und Klimaideologie, Gender Mainstream, Ehe für alle, Frühsexualisierung von Kindern zur Ersatzreligion hochstilisiert. Ich selbst war über 20 Jahre lang Mitglied der CDU, aber heute erkenne ich sie nicht wieder. Sie verraten die berechtigten Interessen christlicher Glaubensbrüder und Schwestern, die vor dem Islam nach Deutschland geflohen sind und hier von Moslems weiter drangsaliert werden. Früher konnte man sich wenigstens noch in Sachen Law and Order auf die Union verlassen, aber auch das ist Geschichte. Die Drucksache 16/15/36, die hier vorliegt. Entschuldigung, ich unterbreche Sie nochmal, Herr Kollege. Ich habe vorhin vergessen anzukündigen, dass das Ihre erste Rede ist. Entschuldigung, bitte. Danke. Zeigt eindringlich das Chaos, das Sie angerichtet haben. Deutschland ist das einzige Land, in das man zwar ohne Papiere problemlos einreisen kann, aus dem man dann aber in Ermangelung derselben nicht wieder abgeschoben werden kann. Und sind dann doch einmal alle Papiere vorhanden, ein Platz im Flieger gefunden, ein Herkunftsland bereit zur Aufnahme und ist der Betroffene dann auch noch nicht kurzfristig erkrankt oder unbekannt verzogen, dann kann immer noch vor unseren Gerichten geklagt werden. Mittlerweile sind über 400.000 Verfahren vor unseren Verwaltungsgerichten anhängig. Ich gratuliere Ihnen. Sie haben unsere Verwaltungsgerichte de facto auf Jahre hinaus lahmgelegt. In der Folge bekommen immer noch nicht diejenigen Schutz bei uns, die ihn wirklich verdienen, sondern schlicht diejenigen, die unseren Boden betreten, die ihre Identität verschleiern, sich ärztliche Atteste besorgen oder gegen Gerichtsurteile klagen. Mit dem Effekt, dass wir hier muslimische Extremisten alimentieren, während die Christen im Nahen Osten um ihr Leben fürchten. In der gesamten muslimischen Welt ist der radikale Islam auf dem Vormarsch. Die Situation im ehemals so moderaten Indonesien, der koptischen Christen in Ägypten oder auf dem Balkan, wo mit saudischem und türkischem Geld wahhabitische Moscheen wie Pilze aus dem Boden schießen. Überall schrillen die Alarmglocken, übrigens auch bei uns. Die Zahl der Gefährder wächst von Jahr zu Jahr. Gefährder, die Sie zum Teil selbst ins Land gelassen haben. Und Sie reagieren mit den Grünen. Das Beste, was denen in dieser Situation einfällt, ist allen Ernstes der Vorschlag, lösen wir doch unseren Inlandsgeheimdienst auf. Wo seid ihr eigentlich noch konservativ? Ihr seid nicht mehr konservativ bei den Werten, übrigens auch nicht bei den Umfragewerten, sondern nur noch beim Personal. Früher galt einmal erst das Land, dann die Partei, dann die Person.
L'état chez moi. Heute sagt Merkel nach mir die Sinnflut. Und während wir hier noch reden, zieht sich die Schlinge für unsere Glaubensbrüder im Nahen Osten zu. Deshalb handeln Sie endlich. Sorgen Sie dafür, dass Christen in Ihren Heimatländern geschützt werden. Üben Sie Druck auf diese Länder aus. Sorgen Sie dafür, dass nur diejenigen zu uns kommen, die unseres Schutzes bedürfen. Sorgen Sie dafür, dass Sie hier in unserem Land nicht weiter drangsaliert werden. Vielen Dank.